Es ist ein Urnengang ohne wirkliche Alternativen. Ab Freitag wählen die Russen ein neues Parlament. Der klare Sieg der Regierungspartei Geeintes Russland von Präsident Wladimir Putin steht dank eines monatelangen harten Vorgehens gegen die Opposition bereits fest. Zahlreiche Oppositionelle sind von der Wahl ausgeschlossen, inhaftiert oder unter Hausarrest gestellt. Andere sind ins Exil geflüchtet. Wir haben keine wirkliche Wahl. Wir alle wissen es, wir alle sehen es. Es ist unmöglich, diese Wahlen in einem positiven Licht zu sehen. Es ist offensichtlich, dass die bevorstehenden Wahlen eine Täuschung sind. Und ich bin ziemlich überrascht, wie energisch und kompromisslos die Behörden dieses Mal mit der Opposition umgehen. Das Fehlen einer echten Wahl ist ziemlich deprimierend. Um die Wahlbeteiligung zu erhöhen, hängen in der Millionenstadt Moskau überall Plakate, die den Menschen unter anderem eine unkomplizierte Stimmabgabe online vom Sofa aus schmackhaft machen sollen. Wer an der Wahl teilnimmt, erhält ein Ticket für eine Lotterie, bei der ein Auto oder eine Wohnung als Hauptgewinne winken. Sonst weist in Moskau wenig darauf hin, dass am verlängerten Wochenende landesweit über die 450 Sitze in der Duma abgestimmt wird. Putins Partei wird voraussichtlich ihre Zweidrittelmehrheit behalten, die sie für Verfassungsänderungen benötigt. Es wird erwartet, dass Geeintes Russland auch die meisten der zeitgleich stattfindenden Kommunal- und Regionalwahlen gewinnen wird. Populär ist die Regierungspartei trotzdem nicht. Laut Umfragen sind nur 28% der Befragten zufrieden mit ihr. Ein Grund dafür dürften zahlreiche Korruptionsskandale und der luxuriöse Lebensstil der Politiker sein, der im harten Kontrast zum Alltag der unter der Corona-Pandemie leidenden Normalbürger steht. Putin, der als Präsident dennoch einen starken Rückhalt im Land genießt, hat sich deshalb vor der Wahl in Geberlaune gezeigt und kürzlich ein Millionenhilfspaket für Rentner geschnürt. Auch Polizisten und Soldaten erhalten eine Unterstützung, Wahlgeschenke, die Putins Macht letztlich sogar bis 2036 sichern könnten.